Schön, schnell und teuer. Der Subaru BRZ, eine gemeinsame Entwicklung von Toyota und Subaru, tritt an, um mit dieser Sportwagenregel zu brechen. Ich bin ja absolut der Fan von schönen Sportcoupés. Doch das Problem ist, dass die meistens sehr teuer sind und damit auch unbezahlbar. Aus dem Grund teste ich heute den Subaru BRZ. Hierbei handelt es sich um einen Sportcoupé, den es schon für unter 40.000 Euro gibt. Mit einem 2 Liter Boxermotor und 147 kW mit Heckantrieb. Mal schauen, ob der BRZ sich wirklich auch als Sportwagen betiteln darf. Automatik oder Selberschalten? Für Sportwagenfahrer eine Glaubensfrage. Den BRZ gibt es sowohl mit manuellem 6-Gang-Getriebe als auch mit 6-Gang-Automatik. Die Präferenz der BRZ-Fangemeinde ist allerdings eindeutig. Die Mehrzahl der Kunden, die sich den BRZ bestellen, die entscheiden sich für das 6-Gang-Schaltgetriebe. Allein schon aus dem Grund, weil es dem Sportcoupé viel besser passt, man selber noch arbeiten muss und vor allem den Spaßfaktor selber entscheiden kann. Eng gestuft und gut geführt ist das schnelle Navigieren durch die Schaltgassen ein Kinderspiel. Ganz nebenbei freut sich der Geldbeutel, denn die 1.500 Euro Aufpreis für das Automatikgetriebe kann man sich getrost sparen. Beim Motor gibt es dagegen keine Wahl. Der 2-Liter Boxer ist ein Motor, der unbedingt gedrückt werden will. Denn erst ab 6.400 Umdrehungen erreicht er sein volles Drehmoment von 205 Newtonmeter. Das heißt, untenrum passiert so gut wie gar nichts. Man merkt die 147 kW gar nicht. Aber obenrum, da geht es richtig zur Sache. Untermalt von einem kernig wohligen Boxermotorsound kann man auf diese Art viel Spaß haben und viel Super Plus durch den Auspuff jagen. Denn die 8,6 Liter pro 100 Kilometer laut Hersteller sind eher eine freundliche Illusion. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Wagen in 7,6 Sekunden. In Deutschland kostet der BRZ Sport Plus mit der erweiterten Innenausstattung, wie wir ihn testen, mindestens 35.480 Euro. Sein sportliches Erscheinungsbild verspricht nicht zu viel. Die LED-Lichtsignatur formt einen recht grimmig bösen Blick. Die tiefe und relativ flache Fahrzeugarchitektur weist die typischen Coupé-Proportionen auf. Und alle Linien münden schließlich in einem großen Heckspoiler. Am Heck gleitet die Aufmerksamkeit vom großen Flügel nach unten auf zwei stattlich dimensionierte Abgasendrohre. Der Innenraum ist auf das Nötigste reduziert, wirkt aber trotzdem modern. Die Ledersitze mit Alcantara und BRZ-Bestickung halten in schnell gefahrenen Kurven die Passagiere da, wo sie hingehören. Das puristische Fahren wird hier im BRZ noch groß geschrieben. Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen, die vollgepumpt sind mit Assistenzsystemen, hat der BRZ so gut wie gar keine. Puristen greifen dann übrigens auch zum BRZ Sport ohne Plus im Namen. So sparen sie mit dem Verzicht auf eine Leder-Alcantara-Ausstattung und Sitzheizung weitere 2.000 Euro. Mein Fazit zum Subaru BRZ: Messer. Meiner Meinung nach könnte der 2-Liter Boxer noch ein bisschen mehr Power vertragen. Ist aber kein Muss, denn der Subaru BRZ wurde nicht gebaut, um auf der Autobahn einen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen, sondern um in den Kurven schneller voranzukommen. Der BRZ ist ein Sportcoupé, das auf Fahrspaß setzt. Neben dem kernigen Boxersound und dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis hat er außerdem auch noch den Flair des Exotischen auf deutschen Straßen.